Nun folgt der letzte Teil der Filmclip-Serie mit zwei Pferden um die Welt. Dort warten niederländische Freunde auf uns und haben diesen Platz für meine Pferde und mich organisiert. Während der Wartezeit auf das mit dem Schiff nachkommende Begleitfahrzeug verbringen wir hier eine ruhige Zeit. Der kleine Wohnwagen ist jetzt mein Zuhause, aber die Pferde würden gern mit mir hinein. Schließlich kommt das Fahrzeug und meine Tochter als Fahrerin aus Deutschland und wir starten zur letzten Etappe. Noch einmal muss Temujin zurückbleiben, während Panka, Puschkin und ich am Rhein entlang nach Hause wandern. Am 7. Oktober 2000 haben wir schließlich exakt nach 4,5 Jahren den Kreis geschlossen und reiten in Geisenheim ein. Hunderte jubelnder Menschen und Tränen der Erleichterung. Mein inzwischen größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Das Abenteuer war zur Nebensache geworden. Viel wichtiger ist jetzt für mich, dass die Pferde alles gut überstanden haben. Freunde haben ein Fest vorbereitet. Die Stadt ist 2 Tage und 1 Nacht im Ausnahmezustand. Mir wird Ehrung zuteil, die mich verlegen macht. Ich bekomme Blumen und darf mich ins goldene Buch der Stadt eintragen. Meine niederländischen Freunde sind gekommen und sie haben Temujin mitgebracht, der nach der Begrüßung durch Panka und Puschkin gleich meine Nähe sucht. Der Trubel ringsum stört ihn genauso wenig wie Panka und Puschkin, von denen ich das Gefühl habe, dass sie die Bewunderung der Menschen genießen. Aber Temujin steigt 5-mal in der Nacht durch die Litzen und wandert durch die Stadt, wohl um mich zu suchen, der ich mich leider erst einmal um andere Dinge zu kümmern habe. Schließlich hatte ich lange Zeit vergeblich von einem guten deutschen Bier geträumt. Was anderes hätten meine braven Pferde verdient, als nach diesem gewaltigen Abenteuer ein schönes, angenehmes Zuhause? So wie sie es lieben, selbst entscheiden zu dürfen, wann sie im Stall und wann lieber im Freien stehen und genug Weidefläche und Auslauf, die sie nutzen können, wann immer sie wollen. Wenn ich abends meine Arbeit an ihrem neuen Domizil beendete, nutzten sie die Gelegenheit, ein wenig mit mir zu spielen und zu schmusen. Ich genieße solche Stunden besonders. Sie gehören zu den Momenten des Lebens, die besonders und nachhaltig glücklich machen. Viele Pferdeleute kannten längst mein Abenteuer, nun wollten sie auch meine Pferde kennenlernen und ich musste sie oft präsentieren. Wie hier auf der Equitana in Essen oder der Pferd International in München und vielen anderen Pferdeveranstaltungen. Doch manchmal schlägt das Schicksal grausam zu. Nach allem, was wir gemeinsam durchgestanden haben, konnte ich mir keine Gefahr mehr für meine Pferde vorstellen. Was sollte ihnen schließlich jetzt hier zu Hause noch geschehen? Doch dann fand ich 3 Jahre nach Beendigung der Erdumrundung meine geliebte Stute Panka auf der Weide, tot. Wahrscheinlich bereits seit 30 Stunden und Puschkin, ihr Bruder, der sie mit Sicherheit nicht weniger liebte als ich, stand in dieser Zeit an ihrer Seite und wartete vergeblich darauf, dass sie wieder aufstehen würde. Aber sie tat es nicht. Nie mehr. Dies war die Geschichte meiner Erdumrundung zu Pferde. Ein Abenteuer, das mein Leben und mich selbst sehr veränderte. Ich empfinde heute diese einmaligen Erlebnisse als ein Geschenk für mich, vor allem die Zuneigung meiner Pferde. Ihr Wohl liegt mir längst mehr am Herzen als mein eigenes. Doch habe ich immer noch das Gefühl, dass sie nach dieser großen Wanderung gern weitergegangen wären und immer noch darauf warten, wieder loszuziehen. Für sie war es nur das Wandern von Futterplatz zu Futterplatz, wenig anders als das, was ihre Ahnen seit Jahrtausenden taten. Nun muss ich Ihnen, liebe Betrachter dieser DVD, allerdings noch ein Geständnis machen.
Was ich hier berichten konnte, war nur ein kleiner Teil des gesamten Abenteuers. In so kurzer Zeit kann man kein 4,5-jähriges Abenteuer in allen Einzelheiten wiedergeben. Manches konnte nur angedeutet, anderes gar nicht erzählt werden und für die meisten Erlebnisse gibt es keine Bilder. Da war noch eine Verhaftung in Polen, haarsträubende Erlebnisse auf Autostraßen in Osteuropa, Straßenräuber in Russland und Kasachstan und vieles, vieles mehr. Alle Erlebnisse dieser Reise sind in einem umfangreichen Buch festgehalten und dieses Buch fand bereits viele begeisterte Leser. Aber es gibt noch genug davon, auch für Sie. Besuchen Sie meine Website im Internet. Dort finden Sie alle Informationen, auch über weitere erlebte und fiktive Abenteuer. www.weltumreiter.de. Dort finden Sie auch Informationen über weitere Bücher, die ich für Sie schrieb und die ich noch schreiben werde. Der Weltumreiter bedankt sich nun für Ihre Aufmerksamkeit und hofft, dass Ihnen diese DVD gefallen hat. Dazu äußern können Sie sich gerne im Forum oder im Gästebuch unter www.weltumreiter.de oder noch persönlicher per E-Mail. Die Adresse lautet manfred@weltumreiter.de.